Wie viel Energie verbraucht mein Kühlschrank oder Fernseher? Hi, ich bin Jona und wir zeigen euch heute die derzeit besten Stromkostenmesser am Markt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Smarte Schaltsteckdosen sind derzeit am Markt sehr beliebt. Mit einer fernschaltbaren oder zeitlich automatisierbaren Steckdose lässt sich bereits viel Energie sparen. So kann zum Beispiel nachts die Steckdose für Fernseher und Co. deaktiviert werden. Smarte Steckdosen können außerdem häufig auch den Verbrauch messen oder gar protokollieren und stellen diese Informationen dann in der Steuerungs-App zur Verfügung. Da smarte Steckdosen kaum teurer als Strommessgeräte sind, sind sie für Sparfüchse letztlich sogar die bessere Wahl. Billige Geräte haben Probleme mit Standby-Verbräuchen. Hierbei ist zu beachten, dass bei weitem nicht alle Messgeräte auch für alle Aufgaben geeignet sind. Preiswerte Strommesser dienen nämlich nur der Ermittlung des Verbrauchs aktiver Stromabnehmer. Ein Standby-Verbrauch lässt sich dagegen mit ihnen kaum korrekt ermitteln. In Tests bei Monitoren lag die Abweichung zwischen billigen und hochwertigen Messgeräten sogar teils bei 15 Watt und mehr. Zeigt ein einfaches Messgerät 20 Watt an, sind es bei einem hochwertigen eventuell zugleich nur 4 Watt. Das kann selbst bei der Ermittlung des aktiven Verbrauchs zu so deutlichen Verzerrungen führen, dass die Ergebnisse im Grunde nicht mehr verwertbar sind. Falls dir das Video bis hierhin schon gefallen hat, lass doch gerne schon mal ein Like und auch ein Abo da. Und wenn du schon dabei bist, vergiss auch nicht auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, dann wirst du keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen. Und jetzt kommen wir zu unserem Ranking der besten Stromkostenmesser. Wir beginnen mit Platz Nummer 3, der Luminaire Home Control Elysion WLAN Steckdose für rund 13 Euro. Getestet unter anderem von Selbermachen mit 5 von 5 Sternen, Kunden gaben diesem Gerät 4 von 5 Sternen und wir kommen auf eine Gesamtnote von 1,6. Clever den Strom messen und sich im Urlaub sicher fühlen. Seine Stärken sind die praktischen Funktionen inklusive Zeitschaltung und Abwesenheitsmodus. Er misst den Stromverbrauch, hat Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit inklusive und das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Schwächen sind, er unterstützt maximal 16 Ampere. Die Elysion WLAN-Steckdose ist eine smarte Steckdose von Luminaire, die sich an alle Stromsparfüchse richtet, die gerne Kontrolle über ihren Stromverbrauch haben. Einfach in die Steckdose gesteckt, dient die Elysion als Zwischenstecker, der sich im 2,4 GHz WLAN mit diversen Geräten verbinden lässt. Ihr könnt so beispielsweise die zugehörige, kostenfreie Smartphone-App installieren und die Steckdose per Smartphone steuern, oder den Verbrauch des an ihr hängenden Endgeräts prüfen. Die Elysion ist außerdem kompatibel zu Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit, wodurch es auch auf die Sprachassistenten vieler gängiger Systeme hört. So könnt ihr das verbundene Gerät auch per Zuruf ein- oder ausschalten. Darüber hinaus bietet die App eine Zeitschaltung und einen speziellen Abwesenheitsmodus, der eure Anwesenheit vortäuscht. Die Elysion unterstützt alle Geräte bis zu einer Stromstärke von 16 Ampere. Weiter geht's mit Platz Nummer 2 der AVM Fritz DECT 210 für rund 60 Euro. Getestet unter anderem vom PC-Magazin mit 89 von 100 Punkten, von Selbermachen mit 5 von 5 Sternen und auch Kunden gaben diesem Stromkostenmesser 5 von 5 Sternen. Wir kommen auf eine Gesamtnote von 1,5. Mit der Fritz DECT 210 liefert AVM eine überzeugende Performance ab. Die smarte Steckdose erfüllt die IP44-Spezifikationen und eignet sich somit unbedingt für den Einsatz in feuchten Räumen sowie Außenbereichen. Einem Gewitter ist sie aber nicht gewachsen. Die vielseitigen Möglichkeiten zur automatisierten Schaltung funktionieren fast ausnahmslos sehr gut. Selbst komplexe Schaltpläne für einzelne Wochentage lassen sich mühelos erstellen. Leichte Probleme traten lediglich bei der Verwendung von Umgebungsgeräuschen als Schaltbefehl auf. Die Verarbeitungsqualität ist gut, die Software und ihre Bedienoberfläche ausgereift.
In funktioneller Hinsicht vermissen wir eigentlich nur einen AVM-Skill für die Nutzung in Kombination mit Amazons Echo. Dafür steht derzeit nur eine inoffizielle Lösung zur Verfügung. Die Steuerung über den PC oder aus der Ferne über App und Smartphone funktioniert einwandfrei. Bei der Programmierung über das Handy aus dem Mobilfunknetz sind jedoch mögliche technologische Beschränkungen IPv4 versus IPv6 zu beachten. Übrigens findet ihr dieses Gerät und alle weiteren getesteten unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1, dem Eve Systems Eve Energy Strip für rund 90 Euro. Getestet unter anderem von MagLife mit 1,3, Kunden gaben diesem Gerät eine 1,5 und wir kommen zu einer Gesamtnote von 1,4. Die passende Steckdosenleiste für das Apple-Ökosystem. Stärken sind, sie hat einen Überspannungsschutz, die individuelle Steckdosensteuerung per App, Siri oder Tasten, die Stromkostenmessung und Zeitpläne und das robuste Aluminiumgehäuse. Schwächen sind, sie ist sehr teuer. 100 Euro für eine Steckdosenleiste mit 3 Anschlüssen, der Preis von Elgato's Eve Energy Strip schreckt erst einmal ab. Wenn ihr aber zu Hause bereits Apple HomeKit intensiv nutzen und auch ein Freund der Sprachassistentin Siri seid, könnte sich die Investition dennoch lohnen. Die recht massive Steckdosenleiste macht mit ihrem Aluminiumgehäuse einen wertigen Eindruck. Ein TÜV-zertifizierter Überspannungsschutz schützt angeschlossene Geräte vor Blitzschlagschäden. Alle 3 Steckdosen sind mit der passenden App via HomeKit oder Siri steuerbar. Außerdem können 3 LED-beleuchtete Tasten zum Ein- und Ausschalten der Anschlüsse genutzt werden. In der App könnt ihr Zeitpläne für die Stromversorgung festlegen und den Energieverbrauch ablesen. Und das war auch schon unser Ranking zum Thema Stromkostenmesser. Jedes Messgerät hat natürlich seine eigenen Stärken und Schwächen, weshalb ich euch jedes einzelne unten in der Videobeschreibung für mehr Details verlinkt habe. Ich hoffe, dass ich euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnte und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Und vielleicht verrätst du uns ja auch in den Kommentaren, welches Produkt dir am besten gefällt und für welches du dich womöglich schon entschieden hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.